Die 33. Auflage des Frankfurt-Marathons ist am Morgen in der Main-Metropole gestartet. Mehr als 15.000 Läufer begaben sich auf die Strecke. Optimale Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer. Bei windstillen 14 Grad triumphieren erwartungsgemäß afrikanische Athleten in Frankfurt. Mark Kiptoo aus Kenia erreicht nach 2 Stunden, 6 Minuten und 49 Sekunden als erster das Ziel in der Festhalle. Bester Deutscher wird bei seinem Marathondebüt Arne Gabius aus Tübingen als hervorragender Neunter. Bei den Frauen gewinnt Aberu Kebede aus Äthiopien nach 2 Stunden, 22 Minuten und 22 Sekunden.